Hey Leute, euer Coach hier, Cecil. Heute trainieren wir die Schultern. Schultern sind sehr wichtig, weil ich finde, Schultern sehen immer sehr gut aus. Also ein breites Kreuz und schöne, runde Schultern sind sehr, ja, optisch schon ansprechend. Also ist immer das Ziel, finde ich, schöne Schultermuskulatur zu haben. Für den Mann genau wie für die Frau. Also ich finde wirklich, die Schultermuskulatur ist sehr wichtig. Wir werden heute Gas geben. Ich zeige ein paar Übungen. Ich werde dann zwischendurch wieder drauf sabbeln auf die Übung, dass ihr seht, was ich mache. Was ganz wichtig ist für die Schultern, ist die Gesundheit der Schulter. Ganz viele Sportler allgemein kennen das Problem. Die Schultern tun echt oft mal weh. Und es ist einfach blöd, wenn man 3 Monate richtig schön trainiert und Fortschritte macht und dann hat man solche starken Schulterschmerzen, dass man irgendwie 3 Monate aussetzen muss. Das bringt ja nichts. Und deswegen sind einige Sachen, die ich euch zeigen werde, zum Beispiel Außenrotation für die Rotatorenmanschette und so, und auch Dehnübungen sehr wichtig. Einfach damit die Schulter gesund bleibt. Das ist wirklich wichtig. Das bauen wir auch mit ein. Ansonsten zeige ich euch wieder ein paar Sachen, wie ich trainiere, was ich eigentlich ganz cool finde, so vom Training her. Und wir bauen wieder ein paar Kombinationen ein und so. Also, viel Spaß! Okay, auf geht's. Hier habe ich ein bisschen schneller vorgespult extra, weil sonst wird euch das zu langweilig. Und zwar auch für mich immer langweilig. Gesundheit der Schulter, die Außenrotation. Leider müssen wir sie immer machen. Versucht den Ellbogen ein bisschen am Körper zu halten. Ich mache das hier ein bisschen nicht so richtig perfekt, aber... Was ich mache mal links, rechts mit wenig Gewicht und wirklich viele Wiederholungen, 20, 30 Stück. Das ist, da muss man wirklich wenig Gewicht nehmen, weil das schon echt brennt nach einiger Zeit. Und das mache ich hier hin und her. Das ist so immer, um die Schulter, um die Rotatorenmanschette schön vorzutrainieren, damit man die Schulter ein bisschen schützt. Jetzt hier die zweite Übung. Das ist noch die zweite Übung, die auch für die Rotatorenmanschette ganz gut ist. Ihr müsst hier seitlich den Arm auch auf Schulterhöhe und die Hände oben ein bisschen hochdrehen. Das heißt, das ist eigentlich die gleiche Außenrotation, aber halt oben auf Schulterhöhe. So, das mache ich auch immer ganz gerne, weil die auch schneller geht, weil man da nicht immer abwechseln muss, rechts und links, sondern da kann man wirklich mit beiden Armen gleichzeitig, und an dem Turm ist immer ganz gut, weil man dann schon irgendwie mal so Bauch seitlich machen kann oder irgendwie schon mal Trizeps mit reinbringen kann oder so. Deswegen mache ich die Übung ganz gerne. Dann aber auch irgendwann genug mit der Gesundheit der Schulter. Das heißt, man muss ja dann irgendwann auch zum Trainingsplan kommen. Was ich hier als erstes mache, um den Muskel isoliert schon mal richtig vorzubereiten, ist, ich mache ganz gerne Seitheben am Kabelzug. Der Grund dahinter ist, weil man wirklich über den gesamten Weg, ich gehe hier, ihr seht das, ich gehe auch richtig nach vorne ein bisschen mit der Hand, über den ganzen Weg hat man wirklich einen Zug auf dem Trizeps. Wenn man steht und Seitheben macht, dann ist ja unten, wenn man die Hantel hängen lässt und ein paar Zentimeter nach oben bewegt, ist ja eigentlich keine Spannung drauf. So, und das ist der große Vorteil bei diesem Kabelzug-Seitheben, dass man wirklich über die ganze Amplitude, also über den ganzen Weg, habt ihr Spannung wirklich auf der Schulter. Das ist immer ganz gut. Und hier mache ich auch meistens, also wenn ich einarmig die Geschichten mache, ich bin immer nicht so geduldig und so, dann mache ich meistens irgendwie hin, her, also rechts, links, ohne große Pausen irgendwie. Genau, das könnt ihr, ihr könnt auch Pausen zwischendurch machen, wie ihr wollt, könnt ihr schauen. Von der Seite sah es sogar besser aus. Okay, und dann machen wir jetzt gleich mal eine richtige Kombination. Also es sind gar nicht so viele Übungen. Ich habe nur 2 Kombinationen, glaube ich, hier in dem Trainingsplan. Das ist ja jetzt auch nur ein Schulter-Workout. Und zwar eine Kombination, die ich persönlich wirklich sehr gut finde und sehr anstrengend finde. Und zwar fange ich an mit dem Seitheben, wie ihr das seht. Schön... Die gesamte Schultermuskulatur ist damit drin, vor allen Dingen der seitliche Teil.
Und ich gehe dann direkt über ins Frontheben. Also schnell eine Hantel runter, dann mit einer Hantel. Ich habe hier 12 Kilo. Das ist, wenn man schon ein bisschen vorher die Schultern gepumpt hat, ist das jetzt schon ganz gut. Ihr müsst mal gucken, was ihr so an Gewicht nehmen wollt. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier als nächstes das Frontheben. Also ich habe den seitlichen Teil der Schulter in der ersten Übung. Jetzt habe ich mehr den vorderen Teil der Schulter. Und danach gehe ich direkt über, mache immer so jeweils 10 bis 12 Wiederholungen und gehe danach direkt über ins Überkopfdrücken, Nackendrücken. Und jetzt ist die Schulter seitlich und vorne schon so vorbelastet, dass es meistens echt schwer fällt, überhaupt noch die Arme hochzukriegen. Also das brennt jetzt schon richtig. Und das ist nebenbei gesagt sowieso die effektivste Übung. Also dieses Überkopfdrücken ist für eine richtig schöne, breite Schulter wohl die effektivste Übung. Ich habe jetzt hier an dem Tag, fange ich nicht mit der Übung an, sondern mache wirklich Kombinationen, um die Schulter schon mal richtig vorzubelasten. Kurz mal einen Booster zwischendurch trinken, ist auch immer nicht schlecht, eine kleine Pause. Davon könnt ihr auf jeden Fall so, drei Durchgänge machen. Drei Durchgänge, da werdet ihr schon einen richtigen Pump haben in der Schulter, weil die Kombinationen sind wirklich anstrengend. Was ich hier mache, ein bisschen Schulter heben, also ein bisschen für den Nacken oben, ist auch immer ganz wichtig, damit es von den Proportionen her ganz okay aussieht. Ist es immer ganz wichtig, dass man auch oben den Nacken trainiert. Ich finde, der sollte nicht zu dick sein, also bei manchen sieht es einfach zu krass aus, als wenn die irgendwie im Flugzeug sitzen und so ein Kissen, ihr kennt ja diese Kissen, irgendwie um den Nacken haben. Also das finde ich dann auch irgendwann nicht mehr schön. Aber man sollte auf jeden Fall den Nacken schon sehen. Also es ist auch irgendwie ein bisschen komisch, wenn man eine richtig dicke, fette Schulter und Trizeps hat und dann oben gar keinen Nacken. Das sieht auch irgendwie komisch aus. Deswegen, wenn ich Schulter trainiere, mache ich auch immer ein bisschen Schulterheben, Nacken. Okay, dann machen wir jetzt noch eine Kombi und die Kombi wie folgt. Und zwar mache ich auch hier das Frontheben. Also nochmal zu den Kombinationen. Das Frontheben an sich ist gar nicht so eine krass effektive Übung für die Schultermuskulatur. Da ist natürlich über Kopfdrücken, das Nackendrücken viel effektiver. Aber man kann halt mit diesem Frontheben, mit diesem isolierten Muskel trainieren, kann man halt den Muskel sehr, sehr gut vorbelasten. Und wenn man dann das Nackendrücken macht oder hier Schrägbank, dann geht es richtig, richtig doll im Muskel. Also noch viel doller, als wenn man jetzt damit anfängt. Weil kann sein, dass der Trizeps schwächer ist und dann kann der Trizeps schon nicht mehr, aber die Schultern würden eigentlich noch gehen. Und wenn ihr diese Kombination macht, dann habt ihr auf jeden Fall die Schulter 100% belastet. Und ich habe hier Frontheben und Schrägbankdrücken gewählt, weil beim Schrägbankdrücken ist es auch so, es geht mehr auf die vordere Schulter und da passt natürlich Frontheben davor sehr gut dazu. Genau, und Intensität immer schön Gas geben, also wirklich immer gucken, dass ihr bis aufs Äußerste geht. Genau, das sind ein paar Kombinationen, die ihr mal ausprobieren könnt. Ihr werdet sehen, das ist schon sehr effektiv. Und da auch nochmal 3-4 Sätze von und dann ist die Schulter eigentlich ganz gut gepumpt. Was ihr wirklich machen solltet, wo ich auch ehrlich gesagt selber ein bisschen faul manchmal bin, aber ich achte jetzt in letzter Zeit wirklich oft darauf, dass ich meine Schulter auch dehne. Das ist ganz wichtig, dass ihr die Schulter auch dehnt. Also und da auch schön lange in die Dehnung gehen und auch verschiedene Winkel. Also ich fange mal oben an, dann Mitte, dann unten und ich drücke vorne richtig die Schulter immer rüber. Genau, dass ihr einen richtigen Dehnungsreiz spürt. Ich hatte auch mal, also es kennen ja viele, wie ich vor im Intro schon gesagt habe, kennen ja viele diese Schulterprobleme. Ich hatte auch mal eine Zeit lang wirklich so krass eine Schleimbeutelentzündung in beiden Schultern. Und das ist echt nicht schön. Also dann kann man wirklich, ich konnte kaum schlafen und beim Umdrehen bin ich immer aufgewacht und so. Also das tut schon richtig weh. Deswegen tut euch selbst wirklich einen Gefallen und macht am Anfang immer die Außenrotation. Nicht nach innen so viel, weil innen nach innen haben wir schon ganz viele Muskeln, die nach innen rotieren. Das Wichtige ist wirklich die Außenrotation für die Rotatorenmanschette. Die müsst ihr immer mit reinknallen.
Also wenn ihr Schultern macht, auf jeden Fall, aber auch wenn ihr Trizeps macht, eigentlich auch und so, das könnt ihr immer zwischendurch machen. Und dann schön dehnen, ja, damit die Schulter auch schön gesund bleibt. Okay, ich hoffe, ich habe euch ein paar Anregungen gegeben fürs Training. Ich freue mich immer über ein Like. Gerne liken, wenn euch das gefallen hat. Und bis bald, euer Coach Cecil. Let me see you scrub it.